Wir haben ja schon mal auf die kreativsten Menschen auf der ganzen Welt reagiert, Leute. Aber heute haben wir jetzt die talentiertesten Menschen auf der ganzen Welt. Wirklich, ihr werdet staunen. Das ist wirklich unnormal, Freunde. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button. Und jetzt viel Spaß. Es ist mega schwierig, in einer Gruppe talentiert zu sein, Leute. Und hier muss man auf jeden Fall sehr, sehr gut was beweisen. Man muss hier nämlich probieren, den Ball im Endeffekt nachher in den Becher reinzubekommen. Und die schaffen das anscheinend auch. Und ich meine, das ist ja so ein Gummiband, ne? Stell dir mal vor, das Ding reißt und haut dir das Ding einmal voll gegen die Finger. So, aber jetzt hier, letztes Gummiband, Leute. Und jetzt muss es hier nur noch in den Becher rein. Oh, oh, wo ist der Ball hin? Oh, 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 und... Komm, und Rainer, jawohl, Alter. Sehr gut, Leute. Was kann der jetzt hier machen? Der kann anscheinend seinen Zahnstocher auf die Nase machen und dann wie ein Propeller drehen, lol. Hä, WTF, Alter. Das ging bei dem ab. Und hier ist auf jeden Fall der beste Weg, um Flaschen quasi aufzumachen, also den Deckel wegzumachen. Und einfach hier, bam, in einer Reihe und die ganzen Eier sind sogar noch einfach oben drauf. Hä, wie nice ist das denn bitte schon, Leute? Das ist mal übertrieben heftig. Läuft bei ihr. Und jetzt haben wir hier einmal... ganz, ganz junge Schülerinnen. Ob das normale Schülerinnen sind? Ich glaube nicht, Leute. Vielleicht aus dem Gymnastikkurs oder so. Was machen... Alter, WTF? Yo. Die eine ist einfach mit... Guck dir mal an, die ist dann mit dem Kinn auf dem Boden, Alter. Die hat ja nachher so ein Thaddäus-hübsches Gesichtkinn, Alter. Das ist ja unnormal, Leute. Und guckt euch das mal an. Richtig, richtig heftig sieht das aus. Und dann zack, wieder in einem Rhythmus. Bupp raus und ja... Der ist mal Kinn gebrochen. Boah, Digga, unnormal, Alter. Also, das sind auf jeden Fall ganz, ganz heftige Sachen. Mal gucken jetzt hier. Hast du keine Ideen mehr im Lockdown? Einfach hier so ein bisschen mit Ping-Pong-Dingern spielen. Und dann macht es halt wirklich zack, 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 zack. Und dann da rein. Und was geht jetzt bei ihr ab? Lol. Das sind alles Hula-Hoop-Reifen, Leute. Und jetzt macht sie gefühlt mit 100 Hula-Hoops. Macht sie das. Yo, was hat die für einen Hüftschwung, Alter. Sogar mit ihren Armen oben macht sie das, Leute. Und mit ihrem Bein. Und, warte mal. Ist der Typ irgendwie... Atmet der überhaupt? Ich meine, der... Ach, das ist eine Flasche aus seinem Fuß. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist eine Flasche aus seinem Fuß. Und yo. Oh, oh, vorsichtig. Ist ein Hackebein, Leute. Ganz... Oh. Okay. Der ist auf jeden Fall, was Schneiden angeht. Boah. Der ist mega talentiert, Alter. Holy moly, Leute. Also, dass der sich noch nicht in die Finger geschnitten hat, ne? Das muss man auf jeden Fall auch erstmal können. Und das Ding ist, irgendwie wird das nicht ganz getrennt, ne? Oder bin ich gerade blöd? Dann wird das jetzt... Okay. 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 Er hat mich halt absolut mal vom Hocker gehauen, Leute. Und, lol, ein Lockdown-Moonwalk, Leute. Das heißt, er geht jetzt hier mit seinem Jordans. Yeah. Macht er so ein bisschen... Ja, muss sagen, es sieht cool aus. Man könnte schon denken, dass er wirklich tanzt. Der ist auf jeden Fall mit seinen Fingern ganz gut begabt. Seine Freundin freut sich. So, jetzt haben wir hier noch einmal... Bruce Lee Heroes. Yo. Ich meine, wir kennen es alle. Man jongliert so mit drei Bällen. Drei Bälle ist schon wirklich heftiges Level. Aber der macht das damit. Wie viele Leute? Sind das sechs Bälle oder so? Okay, was macht sie jetzt vor? Oh, okay, sieht mir aus nach Russin. Ich meinte Schönheit. Ich habe keinen Bock, eine Backpfeife von ihr zu bekommen, Leute. Also, die ist bestimmt ein Engel. Ein richtiger Engel. Leute, Alter, die haut einfach die ganzen Backsteine kaputt mit ihrer Hand. Was geht denn bei ihr ab, Alter? Und dann sind das wahrscheinlich Flaschen, die sie vorher einfach auf Ex alle ausgetrunken hat. Jo, alte Schwede, Mann. Oh, oh. Oh, das ist eine Polin. Keine Ahnung, Leute, aber die sieht auf jeden Fall... Oh, guck euch die Hand an, wie rot sie jetzt einfach unten ist, ne? Alter Schwede, Mann, auch ein Talent. Jo, die balanciert einfach auf ihm drauf. Hä? Ja, moin. Ja, auch nicht schlecht, Alter. Oh, was? Was? Und er lacht auch noch. Okay, warte mal ganz kurz. Wie macht man das jetzt hier? Oh, lol, der hat einfach die ganzen Fische geflippt. Als wäre es ein Pfannkuchen, Leute. Hat er einfach so gemacht. Auch nicht schlecht. Das muss man auch erstmal, können die auch erstmal so hinzulegen. Und ja, hä? Die neue Generation, Leute, mit den neuen Spielzeugen. Zeigen uns jetzt hier ein paar neue coole Tricks. Na, was kann er so mit dem Ding hier? Oh, auf jeden Fall heftig rumfahren. Also ich habe mich damit schon locker dreimal abgepackt. Und jetzt... Alter, der fährt die Treppe runter. Der ist vielleicht 4 Jahre alt oder so. Okay, warte mal. Wir können auf jeden Fall... okay, warte mal. Warum kann sie denn so gut Seil springen? Was macht sie? Die macht gefühlt einen TikTok-Tanz mit Seil springen. Und er ist auch gefühlt 5 Jahre alt oder so. Aber guck mal, da muss man auf jeden Fall Masken tragen, Leute. Ist ja zu der jetzigen Zeit. Beim Seil springen einfach. Ey, da würde ich ja absolut nach 3 Minuten in Ohnmacht fallen, weil ich einfach keine frische Luft mehr bekomme, wenn ich da Seil springen möchte. Aber guck mal, wie die das macht. Das ist unnormal, Leute. Absolut unnormal. Und jetzt hat sie gefailt. Passiert.
Es gibt Menschen, die können nicht mehr seitwärts einparken. Und dann gibt es Menschen, die können einfach das hier mit ihren Autos machen. Leute, guckt ihr das mal an. Und jetzt, oh, driften und zack, durch die durch. WTF? Okay. Und zack, ja moin. Wenn man mal schnell eine Parklücke gesucht hat. Und jetzt hier Tandem. Oh, ist da unnormal. Und hier, Bruce Lee, sein Sohn. Vielleicht auch sein Vater. Ja, Bruce Lee, sein Uronkel, Leute. Uronkel. Uronkel, Alter. Holy moly, Mann. Das ist auch erstmal schaffen. Jetzt hier, zack. Okay. Basketballkorb geworfen, okay. Mal gucken, macht das, trifft er jetzt nochmal, Leute? Ah, der spielt. Oha. Oh. Wow. Ist der aus China, Leute? Ich wollte gerade sagen Michael Jordan, aber der ist aus China, dann ist der Michael Jordan aber mit China-Schrift geschrieben, Leute. Jetzt haben wir noch einmal das größte Hula-Hoop-Ding auf der ganzen Welt. Guckt euch das mal an, wie er sich da reinlehnen muss. Ich denke mal, wenn er stehen bleiben würde, würde er doch locker umfallen. Jetzt geht's an den Hals ran. Was? Okay. Ja. Ja. Guck dir mal hier die ganzen Karten an. Wie sieht das denn aus, Leute? Zack. Die ganzen Karten. Jetzt zwei. Ist ja schon eine 2. Gucken wir mal, ob da gleich eine 3 kommt, Leute. Ich denke mal schon, ne? So. Und zack. Jetzt hier die 3. Glaube ich auf jeden Fall. Und 1, 3, 1, 4. Hä? Was passiert denn jetzt hier? Ganzen Karten. Ey, das muss er. Leute, es muss ja übel lang gedauert haben. Oha, ein Schmetterling. Hä? Wie krass. Das Ding muss ja auch erstmal so aussehen, wenn man sich das hinlegt. Guck mal, zack, hier eine Rose. Herzrose, noch eine Herzrose, noch eine und noch eine. Hä, wie viele Karten hat er sich denn bitte schon gekauft, Mann? Das sieht ja mal übertrieben angenehm aus, das Ganze hier. Und jetzt einmal noch kurz hier im Kreise. Yo, wie viele Yu-Gi-Oh! Karten hier am Start? Und jetzt in alle Richtungen. Alter, wie das aussieht. Sieht ihr mal, ey, was hat er auch bitte schon für eine große Wohnung, dass man das so machen kann? Und hier, zack. Zack, irgendwas auf Chinesisch oder Japanisch geschrieben, aber ich kann nicht lesen, Leute. Und zack, nochmal hier die ganzen Dominos mit. Sogar alles ohne Cut. Das heißt, oh, okay. Ich nehme das zurück. Hier wird auf jeden Fall gecuttet. Vielleicht, weil er stehen geblieben ist. Und jetzt geht's hier auf jeden Fall weiter. Und zack, oha. Oha. Und passiert noch am Ende irgendwas? Zack, komm. Aber wie groß ist denn das Haus? Jetzt mal ohne Spaß. Hier, pop, noch ein E, noch ein V, noch ein D. Love, ach so. Ah, oh, okay, nicht schlecht, Leute. War nicht schlecht. Und was geht denn bei ihr ab? Hä? Hä? Sieht aus, so sieht die gerade einfach aus wie eine Spinne. Die fährt einfach rückwärts. Was ist das denn noch? Ja, das ist Nee, das ist das ganze Mal, Leute. Das ist nicht zurückgespult oder so, ne? Die fährt einfach rückwärts unter diese ganzen Dinger durch. Lol. Oder. Ja, nee, das ist nicht. Also, das war nicht rückwärts gespult, ne? Was macht der jetzt hier? Jo. Ein Trampolin einfach an den Beinen. Hä? Wie cool ist das denn, Mann? Wie gern ich auch sowas hätte. Oh, habt ihr schon mal so einen heftigen Tänzer gesehen, Alter? Guck mal hier. Bam, 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 bam. Und jetzt macht er hier Breakdance, Leute. Zack, zack, zack. Alter, ich wollte immer früher Breakdancen können, aber hab's nie gekonnt, Leute. Beziehungsweise werde es auch nie können. Keine Ahnung. Ist einfach so eine, gefühlt so eine Kunst für sich. Und was macht der jetzt, Alter? Kurz den Boden wischen mit seiner Jacke. Oha, Alter. Und was macht der jetzt hier? Der macht einen Battleflip mit dem Fuß. Nee, es ist fake. Das ist fake, Leute. Das ist fake. Sieht man schon. Guckt euch das mal an, wie die Flasche beleuchtet ist. Aber wäre es echt gewesen, dann wäre das auf jeden Fall mega, mega heftig, Freunde. So, jetzt haben wir hier einmal einen heftigen Gym-Typen am Start, dem das normale Gewichte heben ein bisschen zu langweilig ist. Deswegen macht er hier so eine heftige Übung. Calisthenics oder so ein Kram heißt das. So, jetzt haben wir hier noch einmal. Ja, moin, läuft bei ihr. Ey, bei diesen Ringen habe ich immer so viel Sorge gehabt, dass man sich dadurch die Finger irgendwie einklemmt oder so, ne? Weil ich denke mal, wenn man das halt so allgemein so jetzt macht, natürlich jetzt nicht wie er jetzt gerade, sondern davor, dass man sich dann einfach so die Finger bricht, ne? Wenn man da quasi mit dem ganzen Gewicht durch die Stange und auf dem Boden. Ihr wisst, was ich meine, Leute. So, jetzt hier nochmal eine heftige Eiskunstläuferin. Yo! Gefühlt. Was? Ja, ja, moin, okay. Die dreht sich schneller, 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 schneller. Hä? Leute, was WTF? Okay, was macht sie jetzt hier? Oha. Oha, Alter, mit der kann sie sich auf jeden Fall nicht anlegen. Die wird dich auf jeden Fall verprügeln, wenn du ihr die Süßigkeiten klaust. Und was macht der? Lol. Guck mal, wie die Kinder beeindruckt sind. Der ist ja... Okay, der hat auf jeden Fall gut Kontrolle über seinen Körper. Ist anscheinend ein Zombie aus dem Michael Jackson Thriller. Okay. Ja, kann man machen. Was haben die jetzt vor hier? Füße an Füße. So, und mal gucken, wie... Wie flexibel sind... Okay. Hä? Und der macht das jetzt mit Steinen. Und jetzt hat er alle Steine gesammelt. Hm, nicht schlecht. Und hier. Wow. Okay.
Und so schmeiße ich mich auch immer auf die Couch, wenn Wochenende ist, Leute. Und zack, 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 zack und auf die Couch. Zack, da liege ich auf der Couch, Leute. Okay, das ist heftig, Leute. Zack, den Strohhalm einfach reingehauen und hier Mentos rein in die Cola. Was macht die jetzt? Die sitzt daneben und guckt einfach nur und das Ganze läuft ein bisschen über. Und lol, sind einfach so Zwillinge, die... Oh, was? Dude, perfekt, aber asiatische Version. Guck ich das mal an hier mit dem Tacker. Und zack, die Tasche einfach rangeworfen und sie geht jetzt los. Ja, moin, Alter. Und jetzt macht der jetzt hier. Okay, 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 okay. Oh, 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 mein Gott, Leute, nee, 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 ist vorbei. Alter Schwede, der hat den ja so hops genommen, Freunde. Also das waren auf jeden Fall die talentiertesten Menschen auf der ganzen Welt. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button und checkt einzeln meinen Videos hier aus, einfach draufklicken und abonniert diesen Kanal für mehr Reaktionen und noch mehr.